Der Ablativus absolutus ist eine wichtige Konstruktion im Lateinischen und in diesem Video will ich euch den Ablativus absolutus einmal genauer vorstellen. Und das will ich in zwei Teilen machen, also in einem Video, aber in zwei quasi Kapiteln. Am Anfang will ich euch etwas zur Erscheinungsform sagen, das heißt, ich will euch erstmal ein praktisches Beispiel zeigen und euch zeigen, wie ihr diesen Ablativus absolutus ausfindig machen könnt, was das oder die Charakteristika sind. Und im zweiten Teil soll es dann um die Frage gehen, wie man ihn im Deutschen wiedergeben kann. Denn im Deutschen gibt es so etwas wie ein Ablativus absolutus nicht. Und da stellt sich die Frage, wie übersetzt man dann diese typisch lateinische Konstruktion ins Deutsche? Und ganz am Ende von diesem Video soll es auch noch um ganz besondere Ablativi absoluti gehen. Aber das werden wir schnell und kurz dann abhandeln. Das heißt, es gibt einiges zu tun und so will ich auch gleich einsteigen mit dem Beispielsatz. Und dieses Mal entstammt dieser Beispielsatz, also in diesem Video entstammt der Beispielsatz hier aus der Originallektüre und zwar aus Kaisars Gallischem Krieg. Ihr seht ja die Quellenangabe, also erstes Buch, 32. Kapitel und dann ganz am Anfang findet ihr den Satz, den ihr hier sehen könnt. Ich lese ihn auch einmal vor. Hac oratione ab divitiaco habita. Omnes qui aderant magno fletu auxilium a caesare petere cueperunt. So. Der Satz ist natürlich mehr als nur ein Ablativus absolutus und ein Hauptsatz und deswegen will ich ganz kurz einmal die Satzkonstruktion erklären, dass ihr versteht, wie dieser Satz aufgebaut ist, damit ihr also diesen Satz auch gleich begreift, auch wie man ihn im Deutschen übersetzt, damit ihr euch ganz klar nachher auf den Ablativus absolutus konzentrieren könnt. Das Erste, was ihr bei so einem Satz machen würdet, ist doch eigentlich, ihr sucht den Hauptsatz und dann dort Subjekt und Prädikat. Und wenn wir einmal schauen und uns fragen, welche Verben haben wir, die konjugiert sind, dann gibt es hier zwei, einmal aderant und einmal coeperunt. Und jetzt ist die Frage, welches davon ist denn jetzt Prädikat des Hauptsatzes? Und ich denke, man wird relativ schnell auf das untere Verb hier stoßen, coeperunt. Denn bei aderant steht noch ein qui dabei und damit ist das eigentlich schon relativ klar. Aderant ist Prädikat eines Relativsatzes. Also coeperunt ist das Prädikat des Hauptsatzes. Wir brauchen noch ein Subjekt und das steht auch in diesem Satz dabei. Und das kann, da coeperunt Plural ist, also dritte Person Plural, nur noch omnes sein. Und wenn man jetzt noch ein bisschen genauer analysiert, wird man feststellen, magno fletu gehört auch noch in diesen Hauptsatz herein. Also omnes magno fletu coeperunt. Alle begannen unter großem Flehen. Und jetzt müssen wir uns noch mit den restlichen Teilen dieses Satzes befassen. Da hatte ich schon gesagt, naja, qui aderant ist ein Relativsatz und dieser hängt von omnes ab. Qui steht ja auch direkt nach omnes, das passt. Und demzufolge hängt also qui aderant von omnes ab. Der Satz lautet also jetzt, alle, die anwesend waren, begannen unter großem Flehen. Und im Deutschen würde man jetzt fragen, ja, mit was begannen sie denn unter großem Flehen? Und genauso fragt man natürlich auch im Lateinischen. Und man braucht jetzt einen Infinitivsatz. Und den haben wir hier mit Auxilium a caesare petere. Also, alle, die anwesend waren, begannen unter großem Flehen, Hilfe von Kaiser zu erbitten. Das ist der eigentliche Satz, den wir hier haben. Wir sehen einen Relativsatz, einen Infinitivsatz. Soweit hoffe ich, dass das klar ist. Was jetzt noch fehlt, ist dieser Beginn. Hac oratione ab divitiaco habita. Und wir müssen diesen Satz jetzt etwas genauer, diesen Teilsatz etwas genauer analysieren. Wir haben hier mit habita zunächst einmal ein Partizip perfekt passiv. Und jetzt kann man sich natürlich auch fragen, auf was bezieht sich dieses habita eigentlich? Habita könnte ja Nominativ Singular Femininum sein, Nominativ Plural Neutrum sein und Ablativ Singular Femininum sein. Wenn man diese Form einmal durchgeht, dann bleibt eigentlich nur Ablativ Singular Femininum übrig, denn Nominativ Singular Femininum kann habita nicht sein, denn wir haben ja mit omnes ein Subjekt im Plural und da omnes auch nicht neutrum Plural ist, sonst müsste ja omnia dort stehen, kann habita auch nicht
Nominativ Plural Neutrum sein, das heißt Habita ist Ablativ Singular Femininum und bezieht sich auf ein Ablativ Femininum Singular und das ist Oratione, denn eine andere Form im Ablativ Singular Femininum gibt es nicht. Hac bezieht sich übrigens auch auf Oratione und ab Divikiaco ist eine Angabe des Urhebers, von wem diese Rede gehalten wird. So, und jetzt ist trotzdem die Frage, ist das jetzt zum Beispiel noch ein Teil des Hauptsatzes oder eben nicht? Und wenn also Hac Oratione ab Divikiaco Habita wirklich Teil des Hauptsatzes wäre oder eines übergeordneten Satzes, dann müsste Hac Oratione in diesem Fall abhängig sein von Coeperunt. Und dann müsste man den Satz irgendwie übersetzen können in der Art und Weise mit folgenden Worten. Alle, die anwesend waren, begannen mit dieser Rede unter großem Flehen Hilfe von Kaiser zu erbitten. Ihr werdet relativ schnell merken, und ich denke, ihr habt das auch schon herausgehört, so wirklich hört sich das nicht gut an. Und das ist auch nicht im Lateinischen so gemeint. Dieses Hac Oratione ist keine adverbiale Bestimmung von Coeperunt, sondern was im Lateinischen eigentlich gesagt wird, ist, dass das, was hier blau ist, zuerst passiert und dann passiert das, was hier grün steht. Das heißt, zuerst hält Divikiacus eine Rede und dann begannen alle unter großem Flehen Hilfe von Kaiser zu erbitten. Und demzufolge kann Hac Oratione nicht hier abhängig sein von Coeperunt. Das kann man jetzt nochmal in anderen Worten verfassen und schreiben, das habe ich mal gemacht und dann würde ich Folgendes dazu sagen. Die Partizipialkonstruktion, also Hac Oratione ab Divikiaco Habita, ist unabhängig von einem übergeordneten Satz. Das haben wir ja gerade gesehen. Oratione hängt nicht von Coeperunt ab. Oratione hängt auch nicht von Aderant oder von Petere ab. Also Hac Oratione steht erstmal für sich. Und genauso dann auch das Habita. Man kann also sagen, der Partizipialsatz, das was hier blau und fett ist, ist losgelöst von einem übergeordneten Satz. Und losgelöst ist das deutsche Wort für das lateinische Absolutus. Und da jetzt das Partizip, nämlich Habita, und dessen Bezugswort, nämlich Oratione, im Ablativ stehen, spricht man vom sogenannten Ablativus Absolutus, von also einem losgelösten Ablativ. Und dieser Ablativus Absolutus ist also definiert als ein Partizip, das im Ablativ steht, plus einem Bezugswort im Ablativ. Allerdings muss man vorsichtig sein, nicht immer, wenn man einen Ablativ hat und dazu noch ein Partizip im Ablativ, handelt es sich zwingend um einen Ablativus Absolutus. Aber gerade wenn man Kaisers Gallischen Krieg liest zum Beispiel, dann findet man am Anfang eines Satzes einen Ablativ mit einem Partizip im Ablativ, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es sich um einen Ablativus Absolutus handelt. So viel also zur Erscheinungsform. Das wichtige Charakteristikum ist also, oder es sind zwei, die Charakteristika sind ein Partizip im Ablativ plus ein Bezugswort im Ablativ. Alles, was im Übrigen dazwischen steht, also ab Divikiaco, gehört zu diesem Partizipialsatz, zu diesem Ablativus Absolutus. Da gelten eigentlich die Regeln wie beim Participium Conjunctum. Der Unterschied zum Participium Conjunctum ist, dass beim Participium Conjunctum, wenn also zum Beispiel Habita sich dann auch auf Oratione bezöge, dass Oratione zugleich ein Satzglied eines übergeordneten Satzes sein muss. Ein Participium Conjunctum muss diese Bedingung erfüllen, da Hac Oratione, nur nochmal zur Erinnerung, nicht abhängig ist von irgendeinem Prädikat eines übergeordneten Satzes, handelt es sich auch nicht um ein Participium Conjunctum, sondern in diesem Fall um ein Ablativus Absolutus. Gut. Damit also haben wir uns die Erscheinungsform angesehen und jetzt geht es an die Übersetzungsmöglichkeiten. Denn wir haben zwar jetzt den lateinischen Satz soweit analysiert und wir haben den Ablativus Absolutus ausfindig gemacht. Die Frage ist aber trotzdem, wie gibt man diesen Satz jetzt im Deutschen wieder? Vor allen Dingen, wie gibt man diesen Ablativus Absolutus im Deutschen wieder? Denn ich hatte es eingangs erwähnt, eine vergleichbare Konstruktion gibt es im Deutschen nicht. Und hier hilft uns dann schon das, was man zum Participium Conjunctum sagen kann. Also ich denke mal, bevor ihr den Ablativus Absolutus lernt, lernt ihr erst einmal das Participium Conjunctum kennen.
Und dazu habe ich auch Videos gemacht. Also wer sich das auch nochmal ansehen möchte, ihr könnt unten mal in die Beschreibung schauen oder in die Infokarte. Da werde ich die Videos auch noch verlinken. Da gibt es die sogenannte Wrups-Merkregel. Die ist relativ bekannt, deswegen kann es sein, dass die meisten von euch diese Regel auch kennen. Die Wrups-Regel gibt an, wie man ein Partizipium Konjunktum übersetzen kann. Und Wrups sind die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Übersetzungsmöglichkeiten. W steht für wörtlich, R für relativ, U für Unterordnung, B für Beiordnung und S für Substantivierung. Und was den Ablativus Absolutus betrifft, kann man diese Regel in Teilen übernehmen. W und R müssen wir streichen, die sind nicht möglich, da der Ablativus Absolutus nicht attributiv zu verstehen ist, sondern prädikativ. Und übrig bleiben U, W und S. Ups. Unterordnung, Beiordnung, Substantivierung. Und diese drei Übersetzungsmöglichkeiten hat man und die schauen wir uns jetzt genauer an. Kommen wir zur Unterordnung. Das heißt, man bildet einen Adverbialsatz. Der Ablativus Absolutus und die davon abhängigen Satzteile werden als Adverbialsatz übersetzt. Und jetzt ganz wichtig, dabei wird das Partizip, das ja im Ablativ steht, zum Prädikat und das dazugehörige Bezugswort, das ja auch im Ablativ steht, zum Subjekt umgewandelt. Dieser Adverbialsatz kann verschiedene Sinnrichtungen haben. Er kann zum Beispiel kausal sein, konditional, konzessiv, modal oder temporal. Und ihr seht auch in dieser tabellarischen Übersicht, welche Konjunktionen da im Deutschen in Frage kommen. Bei der Übersetzung gilt es zu entscheiden, welche Sinnrichtung am sinnvollsten bzw. sinnig ist, bzw. welche Sinnrichtungen sinnig sind. Im Deutschen kann man manchmal auch mehrere Sinnrichtungen bilden. Das heißt kurzum, wir haben zwar hier fünf Sinnrichtungen, aber eigentlich ist es nicht so, dass alle fünf Sinnrichtungen im Deutschen auch wirklich das treffen, was im Lateinischen dasteht. Schauen wir uns das doch einfach an diesem Beispiel an. Also, wie gesagt, hac oratione und so weiter. Und das übersetzen wir jetzt ins Deutsche jeweils in den entsprechenden Sinnrichtungen. Und ihr seht auch jeweils unterstrichen und angegeben, was hier was entspricht. Fangen wir mit kausal an. Weil diese Rede von Divitiacus gehalten worden war, begannen alle, die anwesend waren, unter großem Flehen Hilfe von Kaiser zu erbitten. Wichtig, nur mal ganz kurz, ich werde darauf gleich noch eingehen, dass hier es vorzeitig übersetzt mit worden war. Und wenn ihr euch den Kausalsatz anschaut, dann könnte man sagen, okay, klingt jetzt nicht so verkehrt, aber vielleicht trifft das nicht so ganz das, was da im Lateinischen steht. Schauen wir uns konditional an. Wenn diese Rede von Divitiacus gehalten worden war, begannen alle, die anwesend waren, unter großem Flehen Hilfe von Kaiser zu erbitten. Das hört sich komisch an. Konditional scheidet also aus. Dann konzessiv, obwohl diese Rede von Divitiacus gehalten worden war, begannen alle, die anwesend waren, unter großem Flehen Hilfe von Kaiser zu erbitten. Das ist, ohne den genauen Kontext zu kennen, nicht unmöglich. Es kann ja sein, dass Divitiacus eine Rede gehalten hat, indem er sagt, oh, ich brauche keine Hilfe von dir, Kaiser, und alle anderen aber sehen das nicht so und beginnen dann unter großem Flehen Hilfe zu erbitten. Denkbar ist es, wenn man sich den genauen Kontext anschaut dieser Stelle, dann scheidet konzessiv auch aus, denn Divitiacus bittet ja im Grunde auch um Hilfe bei Kaiser. Dann haben wir hier modal. Dadurch, dass diese Rede von Divitiacus gehalten worden war, begannen alle, die anwesend waren, unter großem Flehen Hilfe von Kaiser zu erbitten. Da kann man sagen, ist nicht unlogisch, klingt auch ganz okay, kann man also so auch wiedergeben. Und jetzt schauen wir uns temporal an. Nachdem diese Rede von Divitiacus gehalten worden war, begannen alle, die anwesend waren, unter großem Flehen Hilfe von Kaiser zu erbitten. Und da muss man sagen, das hört sich doch sehr gut an. Das klingt sehr logisch, sehr gut. Und deswegen wäre zum Beispiel meine Übersetzungsvariante die temporale Variante. Nachdem diese Rede von Divitiacus gehalten worden war, begannen alle, die anwesend waren, unter großem Flehen Hilfe von Kaiser zu erbitten. Erst die Rede, dann das Flehen. Das klingt gut. Jetzt kann man das Ganze natürlich auch noch als Beiordnung übersetzen, das heißt, man bildet zwei Hauptsätze. Der Ablativus Absolutus und die davon abhängigen Satzteile werden als Hauptsatz übersetzt. Dabei wird das Partizip zum Prädikat und das dazugehörige Bezugswort zum Subjekt umgewandelt, also wie eben bei der Unterordnung. Der übergeordnete Satz wird dann mit und verbunden,
wobei durch ein Adverb die Sinnrichtung angegeben wird. Wieder unsere fünf Sinnrichtungen, die Übersetzungsmöglichkeiten im Deutschen. Und genauso wie eben heißt es, nicht alle Sinnrichtungen sind logisch und klingen gut im Deutschen. Und deswegen muss man bei der Übersetzung entscheiden, welche Sinnrichtung die beste ist. Und in diesem Fall will ich jetzt nicht alle Übersetzungen nochmal vorlesen. Ich will mal mit dem Kausalen beginnen und dann aber wieder auf Temporal umschwenken. Also kausal würde man zum Beispiel sagen, diese Rede war von Divitiacus gehalten worden und deshalb begannen alle, die anwesend waren, unter großem Flehen Hilfe von Kaiser zu erbitten. Also statt weil haben wir jetzt und deshalb, zwei Hauptsätze. Und bei Temporal, meiner bevorzugten Übersetzungsmöglichkeit, lautet das Ganze dann, diese Rede war von Divitiacus gehalten worden und dann begannen alle, die anwesend waren, unter großem Flehen Hilfe von Kaiser zu erbitten. Das hört sich ganz gut an. Die übrigen Übersetzungen könnt ihr euch ja gerne noch anschauen. Ihr könnt das Video dazu anhalten. Und ansonsten schauen wir jetzt zur Substantivierung. Und das macht man wie folgt. Man bildet aus dem Ablativus absolutus und den davon abhängigen Satzteilen einen präpositionalen Ausdruck. Das ist im Deutschen nicht immer so 1:1 möglich in jedem Satz. Aber wenn man das machen kann, dann kann man auch diese fünf Sinnrichtungen entsprechend im Deutschen wiedergeben, wie wir es hier sehen. Und wie eben schon heißt es, nicht jede Sinnrichtung ist logisch und deswegen sinnvoll und deswegen muss man das bei der Übersetzung entscheiden. Das heißt zum Beispiel, wenn wir kausal nehmen wieder, dass wir Folgendes machen können aus dem Ablativus absolutus. Wegen dieser von Divitiacus gehaltenen Rede begannen alle, die anwesend waren, unter großen Flehen Hilfe von Kaiser zu erbitten. Und die anderen Übersetzungen könnt ihr euch, wie gesagt, auch wieder anschauen durch Anhalten des Videos. Wir schauen nur noch auf Temporal. Nach dieser von Divitiacus gehaltenen Rede begannen alle, die anwesend waren, unter großem Flehen Hilfe von Kaiser zu erbitten. Temporal hört sich also nach wie vor sehr gut an. Es wäre ja auch komisch, wenn plötzlich sich Temporal nicht mehr gut anhören würde. Damit haben wir jetzt also die Übersetzungsmöglichkeiten einmal angeschaut. Jetzt gibt es noch zwei Dinge, die man wissen muss. Es gibt einen Ablativus absolutus mit einem PPP, wie in unserem Beispiel, das wir die ganze Zeit schon betrachtet haben. Dann muss man diesen Ablativus absolutus vorzeitig übersetzen, denn das Partizip Perfekt Passiv gibt Vorzeitigkeit an. Das heißt, erst wird die Rede gehalten, dann beginnen alle oder begannen alle zu flehen, also um Hilfe zu flehen. Dann gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit, ein Ablativus absolutus mit einem Partizip perfekt aktiv und dann drückt das Ganze Gleichzeitigkeit aus, also zum Beispiel in diesem Beispielsatz, den wir hier sehen, Caesare in senatu veniente cicero orationem habere coepit. Ich habe versucht mal das Verb, auch also die Struktur ähnlich zu belassen, so in Teilen zumindest, dass die Übersetzung klar ist. Caesare in senatu veniente ist erneut ein Ablativus absolutus. Veniente ist das Partizip Präsens aktiv im Ablativ Singular. Caesare das Bezugswort. Und dadurch, dass wir ein PPA haben, müssen wir im Deutschen die Gleichzeitigkeit wählen. Denn als Kaiser in den Senat gekommen ist, in diesem Moment hat Cicero begonnen, seine Rede zu halten. Und so also muss man dann in der Übersetzung auch auf die Gleichzeitigkeit achten. Und so wird dann bei der temporalen Übersetzungsmöglichkeit aus einem Nachdem ein Als. Das ist so die einzige wichtige Änderung. Und zum Abschluss jetzt noch zwei Kleinigkeiten. Es gibt nämlich besondere Ablativi absoluti. Wir haben ja gesehen, normalerweise brauchen wir ein Substantiv im Ablativ plus ein Partizip im Ablativ. Jetzt gibt es noch Sonderfälle. Es gibt Fälle, in denen wir nur ein Substantiv im Ablativ ohne Partizip im Ablativ haben. Und wichtige, bekannte Fälle sind die fünf hier unten. Also zum Beispiel rege auctore auf Veranlassung des Königs. Also auctore und rege haben wir hier. Nur zwei Ablative, aber kein Partizip perfekt passiv oder Partizip Präsens aktiv. Dann caesare consule unter dem Konsulat Kaisers. Augusto duce unter der Führung von Augustus, me in vito, gegen meinen Willen, Cicerone vivo, zu Lebzeiten Ciceros. Am besten ist es, wenn man sich diese Sonderfälle einfach mal ansieht und sich im Grunde merkt. Also es geht vor allen Dingen hier um
Auctore, Consule, Duce, Invito und Vivo. Weil das, was davor steht, ist wandelbar. Da kann jetzt auch statt Kaisere Augusto stehen oder Sulla. Und es geht hier also um diese Ablative. Es gibt hier bestimmte Nomina, die haben einfach kein Partizip. Präsens aktiv oder Partizip perfekt passiv dabei und sind trotzdem ein Ablativus absolutus. Und dann gibt es noch den Fall, wir haben nur das Partizip und kein Bezugswort. Allerdings muss man sagen, das ist eigentlich nachklassig. Also wenn ihr Kaiser und Cicero lest, dann wird euch das eigentlich nie passieren. Aber wenn ihr mal mittelalterliche Literatur oder vielleicht auch Spätantike, da dürfte es dann auch vorkommen, lest, dann kann es sein, dass ihr solche Fälle hier habt, zum Beispiel nur Audito oder Nuntiato und kein Bezugswort, dann gibt man das also am besten mit Temporal zum Beispiel erst einmal wieder. Aber wie gesagt, die Sinnrichtungen sind variabel, da könnt ihr dann nochmal variieren. Audito dann also als nachdem gehört worden ist oder nachdem gehört worden war, je nachdem, wie ihr die Vorzeitigkeit ausdrücken müsst. Und Nuntiato, nachdem berichtet worden ist oder nachdem berichtet worden war. Also, nur mal ganz kurz, nachdem berichtet worden ist, würde man übersetzen, wenn der übergeordnete Satz im Präsens steht, dann drückt man die Vorzeitigkeit durch das Perfekt im Deutschen aus. Wenn der übergeordnete Satz im Deutschen in der Vergangenheit steht, dann muss man nachdem berichtet worden war sagen, also Plusquamperfekt, um die Vorzeitigkeit auszudrücken. Gut, das sollte jetzt aber zum Ablativus Absolutus gewesen sein. Ich hoffe, das hat soweit schon mal geholfen zum Verständnis. Und unten in der Beschreibung, wie gesagt, gibt es auch noch die Verlinkung zum Participium Conjunctum. Wer da nochmal reinschauen möchte, kann das damit auch gerne tun.